Schönen guten Morgen, heute mal einen Beitrag ohne meine bekannte Geige. Heute rede ich mal über was, was alle kennen, zumindest aus dem Film. Herr der Ringe, Tolkien. Und ich kann immer wieder sagen, Bücher sind viel, viel besser natürlich wie Film. Das ist immer so. Und bezüglich Filme habe ich es gar nicht mehr so. Also ich habe mir schon immer wieder Filme angeschaut, bei meisten sind sie alle aus Hollywood und vermitteln sie natürlich irgendwelche, jetzt wird das Bild ein bisschen unscharf, vermitteln sie immer propagandistische Inhalte, Erziehungsmaßnahmen, und auch wenn man das jetzt bewusst wahrnimmt oder weiß, es hat doch Unterbewusstsein Einfluss und dient uns zu unserer Erziehung, zur westlichen Wertegemeinschaft, das wollen wir nicht. Und wann man dieses Werk liest, das ist wirklich ein gewaltiger Epos, dann sagt Tolkien selber im Vorwort, ob man jetzt das jetzt einen Bezug zur Realität damit schafft oder nicht, das obliegt den Leser selber. Natürlich, ich schaue immer, wenn ich ein Buch lese, hat es auch einen praktischen Nutzen, einen philosophischen Nutzen, und mir Philosophie nicht einfach nur daherquatschen ist, sondern es muss auch irgendwo im Leben, im praktischen Leben Fuß fassen. Und da habe ich aber ganz kleine Weisheiten ausgegraben, die was ich einfach weitergebe und was sehr interessant sind. Elben und Drachen, sag ich zu ihm. Ach, was Kohl und Kartoffeln sind besser für dich und für mich. Und wie sehr schweben wir in irgendwelchen Sphären, aber kümmern wir uns nicht um die praktischen anstehenden Dinge, um die Binseneiweisheiten des Lebens. Und ich sage, bevor man jetzt hoch hinaus will, sollte man schauen, dass einfach die Basis passt, die Basis des Lebens. Und wie schnell lassen wir uns durch hochtrabende, philosophisch-esoterische Schuchteleien irgendwo, beamen wir uns weg wie in einen Drogenrausch, um nicht die täglich anstehenden Dinge des Lebens zu erledigen. Ich mache in meinem Kalender da immer kleine Notizen, was oft so kleine Tageserledigungen sind, und die bemühe ich auch zum Umsetzen. Das sind oft ganz, ganz praktische, lebensneue Dinge, vielleicht irgendwo mal einen Lampenschirm aufhängen oder lang anstehend, vielleicht einmal den Keller wieder entrümpeln, das werde ich heute wieder mal machen. Also immer wieder zurückzuführen auf den Boden der Realität, was ist vor unseren Augen, was ist zu erledigen und wo schmiegen wir uns in irgendwelche künstlichen Höhen und beamen uns weg, um die täglichen Dinge des Lebens nicht einfach gewissenhaft umzusetzen. Und wer den kleinen Dingen nicht treu ist oder treu lernt im Praktischen, wir sind Großen auch nicht, das sagt das Sprichwort. Ah, ganz schön. Hole nie der Elben Rat ein, denn sie werden sowohl Ja als auch Nein sagen. Ratschläge sind immer, das Wort steckt da drinnen, Schlag und Rad, Rad bedeckt Bewegung. Ich schlage das Rad. Mir sollten sie angewöhnen, Menschen, wir geben so schnell weise Ratschläge. Wir wissen immer alles besser über Erziehung, obwohl viele selber keine Kinder haben, wissen über Erziehung immer die besten Ratschläge, die was überhaupt keine Kinder haben. Und auch hier geht es, denke ich mal, doch auch darum, wann ich einen Ratschlag einhole, oder wann, dann ist das einfach eine große Verantwortung, was ich abgebe. Und man sollte vorsichtig sein mit Ratschlägen, und eigentlich nur, wann die wer wirklich danach fragt. Und warum ja oder nein, es gibt nicht immer schwarz oder weiß, entweder oder. Oft gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Betrachtungsweisen, mehrere Blickwinkel, mehrere Zeitlinien, und es muss nicht eine gut oder die andere schlecht sein, sondern es sind einfach unterschiedliche Lebenserfahrungen. Also aber ein Ratschlag nicht immer polarisieren und schwarz-weiß denken, sondern vielleicht mehrere Aspekte in Betracht ziehen, mehrere Optionen abwägen und mehrere Wege auch offen lassen. Gefällt mir. Die Bäume, das Gras und alles, was im Lande lebt und wächst, gehören sich selbst. Da geht es um das Thema Besitz, Eigentum. Viel verstehen wir nicht falsch, es geht nicht darum, dass man kein Eigentum haben sollte, aber
das Eigentum, gerade jetzt Grundbesitz, ist also ein Thema. Grundsteuer sowieso, das ist auch so ein Thema. Es ist uns anvertraut. Also dieser Gedanke, dieser christlich-jüdische Gedanke, macht euch die Welt untertan, hat natürlich zu gröbsten Verwerfungen geführt, dass diese Welt auch dementsprechend ausgebeutet wird. Aber es geht darum, dass uns diese Dinge anvertraut sind und wie gehen wir damit um. Ich habe Besitz. Das Schlimmste ist, wenn ich den Besitz brach liegen lasse und trotzdem wie ein Geier gierig drauf festhält und ihn nicht weiter einfach zu einem Gebrauch oder sinnvollen Verwendung, wenn anderen überlasse. Habe ich was davon, sorge weniger und wer andere auch. Gehen wir weiter. Kleider zu verlieren ist nicht schlimm, wenn man ums Ertrinken rüberkommt. Also auch hier, wir machen sie oft Sorgen um Nebensächlichkeiten. Ich triff irgendeine Entscheidung. Entscheidung steht ja das Wort drinnen. Ich scheide mich von was. Es geht immer darum, hier um den Prozess des Loslassens. Und wie oft schaue ich auf pingelige Dinge. Und man beobachtet sich selber. Ich möchte was machen und ich merke, aha, da könnte ich Probleme kriegen. An was denke ich? An einen Strafzettel, an, dass man irgendwer was nimmt oder weiter und so weiter und so fort. Aber denke ich nicht an den großen Nutzen, dass ich vielleicht vieles dadurch gewinne, dass wir hier nicht nur materiell denken und egobezogen, sondern auch altruistisch und spirituell, echt spirituell auch denken. Gefällt mir. Toms Reich endet hier. Er wird es nicht verlassen. Schuster bleibt bei deinen Leisten, Schusterin bleibt bei deinen Leisten. Wie schnell lassen wir uns dazu verleiten, dass wir uns in fremde Angelegenheiten, die uns gar nichts angehen, einmischen, um wieder von uns selber abzulenken. Und wir sollten wissen, wo hört unsere Expertise auf? Und da soll man dann auch wirklich lernen, hier zu schweigen und ehrlich zu sagen, das ist mir zu hoch oder da bin ich nicht Fachmann. Ich merke es oft immer wieder bei der praktischen Arbeit, wann ich vielleicht einen Arbeitsauftrag kriege und ich mache nur Dinge, wo ich wirklich auch weiß, dass ich die bewerkstelligen kann. Also auch sich selbst nicht zu überschätzen, auch nicht zu unterschätzen, das ist wichtig. Oft reden wir, ja, das und das, das kann ich, kein Problem, und dann mache ich das und dann kommt Chaos raus. Also hier seine Grenzen zu kennen, sehr wohl auch ein bisschen über den Tellerrand immer wieder herauszugehen, aber doch aus einem sicheren Metier, also einem sicheren Brückenkopf hier auch zu handeln und nicht sich zu überschätzen. Da kommt meistens Blödsinn raus. Also es sind sehr viele Weisheiten drinnen, die was doch sehr lebenspraktisch sind und uns sehr viel, würde ich sagen, Leid ersparen würden oder Probleme, wenn wir uns einfach danach halten. Macht auf in Mordors Namen, machet auf. In Mordors Namen. Es Leute wären der Tür, zum Beispiel die lieben Freunde von die, was sie diesen Adler da haben und sagen, im Namen des Gesetzes, im Namen der Polizei, machen Sie die Tür auf, im Namen Mordors, im Namen der unserer Bananenrepublik oder wie auch immer. Da geht es darum, in die Eigenverantwortung zu kommen und sagen, wie jetzt mit diesen Geist muss das Gemeinschaft haben, will ich denn in meine Wohnung lassen, in mein Reich? Hier zu sagen, nein, ich will nicht, ich habe kein Interesse. Punkt, ich will keinen Vertrag mit dir eingehen, Mutter, ich bin nicht daran interessiert, bitte nicht. Also auch hier in die Eigenmächtigung zu kommen. Und wenn wer sagt den Namen Mutters, Mutter steht, man braucht inzwischen die Zeilen lesen, für was das steht, ich habe es ja schon angesprochen, für die lieben Männchen in den Käppchen oder was. Und wir waren vor kurzem einen Fall gehabt, da haben zwei, ein Männchen und ein Frauchen im Käppchen angeleitet, ist die Person da? Und ich habe gesagt,
ich kann nichts sagen. Dann wollten sie halt hereingehen, die Tür angehalten, sagen, nein, ich kann dazu nichts sagen. Ja, ist diese Person da? Wissen Sie, was diese Person vor 10 Minuten gemacht hat? Ich kann dazu nichts sagen. So einfach ist es. Also, wenn du jetzt nicht mit Mutter Kontakt haben willst, dann kommuniziere es klar und sag auch nein. Das Zauberwort. So einfach ist es. Ja, und hier. Ich muss auf der Probleme habe ich oft, wenn ich meine eigene Schrift lese, gerade wenn ich, meistens lese ich ja zur nächtlicher Stunde. Und dann ist oft, wenn ich dann halt auf der Couch liege, dann ist halt einfach, dann schreibe ich mit meinem Stift und dann ist die Schrift auf das so schön und dann habe ich das Problem, dass ich meine eigene Schrift nicht lesen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich versuche das jetzt zu entziffern, die Hieroglyphen. Meine Deutschprofessorin hat einmal gesagt, bei den Deutschschularbeiten, Fred, schreib schön, sonst kriegst keine gescheite Noten. Sie war ehrlich. Ja, also auch hier, sich zu bemühen, eine gewisse Form, eine gewisse Ordnung im Leben einfach zu leben, wäre eine Tugend. Es gibt auch zwei ungesunde Lebensweisen, Praktiken. Die einen, die dann nach außen hin voll schön und super Kleidung und alles ist perfekt und sauber geschmiegelt und gekampelt und geputzt und frisiert. Und wenn man dann zu einer mal in die Wohnung reinschaut oder in einer Auto, dann glaubt man, die leben in einer Mülltonne. Also das ist auch nicht transparent. Umgekehrt, das betrifft vielleicht eher mich. Ich bemühe mich doch in meinem kleineren Raum, auch in meinem Inneren, doch eine gewisse Ordnung zu halten und oft komme ich halt nach außen hin eher schnuddeliger daher. Das ist vielleicht auch nicht gesund, also auch dieses andere Extrem. Aber dass man gewisse Ordnung einfach auslebt, so wie es einfach selber entspricht. Es gibt halt hier nicht richtig und falsch. Ich muss selber mich in meiner Ordnung wohlfühlen. Wenn wer jetzt mich besucht und sagt, ja, da ist es so schlampig und dreckig, dann ist ja das seine Angelegenheit. Wie gesagt, er hat nicht das Recht, mir vorzuschreiben, wie ich zum Beispiel meinen Bereich, meinen inneren und äußeren in Ordnung halte. Aber Ordnung ist eine Tugend und es ist wichtig, da fängt es auch wieder bei den kleinen Dingen an, dass ich den Bogen spinne zu den Drachen und Elben, dass Kohl und Kartoffeln viel nützlicher sind. Also auch hier sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen, nicht nur jetzt, gerade für die Damen, eine Stunde vor den Spiegel zu verbringen, für Haarkämmen und Fingernägeln und Schminken, sondern auch sein Kleiderschrank, sein Auto, sein Lochkastellad und so weiter auch dementsprechend in Ordnung zu halten. Das wäre transparent. Also zum Beispiel eine Frau, die was nicht eine gewisse Ordnung von sich aus hält, die kann nur so attraktiv sein, das wäre für mich absolut obtönend, also das, da passt was nicht. Aber das ist halt einfach dieses Facebook-Zeitalter, man postet die wunderbarsten Fotos immer Halligalli, Lachi, Lachi, aber das Leben schaut ganz anders aus. Doch ihre Macht kommt aus dem Schwachen und hier, genau, ihm sind ihre, und hier in Brä, sind ihrer manche schon gefügig. Was auch wieder darum geht, da geht es auch darum, warum hat Mordor, Mordor steht ja auch für dieses System, für das Fett-Dollar-System und alles, was dann dahinter steht, warum hat dieses System Macht? Weil ich diesem System gefügig bin. Ich habe öfter geredet, sie brauchen unsere Energie, sie leben von unserer Energie. Unsere Energie ist ihre Nahrung, mit der sie ihre Macht über uns ausüben können. Und es ist eine Macht, eine Ringmacht, uns alle zu knechten. Also auch diese ganze Herr der Ringe-Trilogie hat ein gutes Synonym über das Weltgeschehen. Tolkien hat natürlich sehr viel hier von der germanischen Mythologie übernommen. Wir brauchen nur schauen, die Welten Esche, Ektar. Yggdrasil findet man auch die verschiedenen Reiche, Midgard, Mittelerde, das Reich der Menschen, das Reich der Elben, das Reich der Zwerge finden wir auch hier in Yggdrasil wieder. Ich werde nur leider weiterlesen und ab und zu vielleicht ein paar weise Ergüsse noch weitergeben und die kann ich nur immer wieder dazu animieren, wann ihr Zeit habt,
Nehmt euch ein gutes Buch, lest und studiert. Studiert, das ist viel mehr Kopfkino, wie wenn man sich irgendwie da im Television da berieseln lässt. Somit einen schönen Montag und frohes Schaffen, und ich werde dann auch in meinen Keller gehen, um mich um die täglichen Dinge des Lebens wieder zu kümmern.